Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Runde Lego City Undercover. So, wir müssen jetzt hier die Typen bekämpfen. Es geht zum Professor. Der lacht doof. Ich kämpfe jetzt auch meinen Raumanzug, weil der cool ist. Na komm. Patz. Und weg. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Okay, nur Stuff, den wir zerschlagen können. Das ist nichts Besonderes Großes. Wir müssen dann natürlich Undercover Cop sein. Alles machen wir kaputt, wisst ihr? Das ist so, das ist unser Standardauftrag. Alles kaputt machen. Okay. Sind diese drei Dinger hier an? Unter Strom ist es auch. Damit kommen wir jetzt wahrscheinlich hier rein oder so. Oder wir müssen erst nochmal hier was kaputt machen. Das kann natürlich auch sein. Und dafür müssen wir erstmal die Typen hier kaputt machen. Ach komm, komm her. Die schaue ich kaputt. Na komm. Warte mal. Kann ich den greifen und in dieses Ding hier schleudern? Oder so. Dann aufbrechen. Was haben wir denn da drin schön? Das ist ein Elektro. Ein Stromkasten. Ah, hier. Reparieren wir wieder mit russischer Methode. So. Funktioniert. Strom für Ventilator. Dieser Pressluft dabei ist so gut. Als hätte ich gewusst, dass wir uns teleportieren müssen. Eigentlich wollte ich jetzt nur in dieses Astronautenkostüm, weil das halt cool ist irgendwie. Hallo? Wer sind Sie? Ich bin's, Professor Chase McCain. Sie sind gar kein Professor, sondern von der Polizei? Nein, das... Ach. Egal, ich bin hier, um Sie zu befreien. Ich bin's, Professor, Komma, Chase McCain. Drück den Knopf auf dem Kontrollfeld hinter mir. Ich bin nicht Professor Chase McCain, sondern ich bin's, Professor, Komma. Also ich bin's, Komma, Professor. Was ist da... Ah, scheißegal. Was haben wir denn? Nein! Ich wollte ihn noch nicht... Ach du Schande! Chase McCain, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du das Leben meiner Tochter ruiniert. Ja. Danke. Ach, war ganz gut für Sie. Insgeheim gefällt ihr der Beruf der Sanitäterin nämlich viel besser. Aha. Aber jetzt müssen wir sie aus den Fängen Forrest Blackwells befreien. Ja. Wird gemacht. Unglaublich, dass Blackwell ein Bösewicht ist. Er schien eigentlich ganz nett. Er ist ein Fiesling. Schnell, bau den letzten Transformator unten zusammen. Okay. Wird gemacht. Schalte jetzt die Stromversorgung für die Transformatoren an. Wird auch gemacht. Sehr gut. Okay. Was macht der letzte Transformator jetzt? Ich erkläre dir jetzt, wie wir von hier entkommen werden. Ich okay. Fahre die Andockklammern ein. Okay. Das ist ein fucking UFO. Gelange in das UFO. What the fuck, ein UFO? Geheime Basis. Polizeimarkenanteil 1 und 3. Und 4. Geil. Wusste ich gar nicht mehr. Aber wir sind Lego City Held. Und kriegen goldene Steine. Oder einen.
Okay, 2. Geschichte fortsetzen. Falls du nicht weißt, wer Natalia Kowalski ist. Zufällig die, die ich gerade versuche zu retten? Möglicherweise? Wir müssen schnell zu Blackwells Villa. Wie geil! Natalia ist dort. Ja, sonst tut sie noch jemanden weh. Und wir müssen herausfinden, was Blackwell vorhat. Wo haben sie denn für ihn geforscht? Sonst tut sie noch jemanden weh. Polaritätsausschluss fehlt. Ah ja. Ich verstehe natürlich, was das ist. Aber wie würden sie es zum Beispiel einem kleinen Kind erklären? Stell dir vor, du hast ein paar subatomare Partikel. Einem noch etwas kleineren Kind? Es ist so eine Art magische Blase, die nichts durchlässt. Wow. Was könnte er damit vorhaben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er einen Rachefeldzug gegen Lego City führt. Dann sage ich besser den Kollegen Bescheid. Also ich verstehe das natürlich. Ich bin in die Basis eingedrungen. Sie war in Mount Cashmore. Stell dir das mal vor. Forrest Blackwell ist ein fieses Superhirn und steckt hinter dem Ganzen. Forrest Blackwell? Aber er ist doch ein Guter. Er war gerade im Fernsehen. Hat seine weiße Katze gestreichelt. Oh, er ist ein Bösewicht. Was? Warum war er im Fernsehen? Er hält heute Nachmittag vor dem Blackwell-Turm eine Pressekonferenz ab. Anscheinend hat er Neuigkeiten, die Lego City für immer verändern werden. Da werden sicher alle hingehen. Wir müssen ihn aufhalten. Sag dem Chief Bescheid. Mach ich, aber hast du denn Beweise, die ich ihm vorlegen kann? Oder Donuts? Nein, aber ich besorge welche. Oh, gut. Ich hätte gerne einen mit Apfelgeschmack. Beweise meine ich. Ich werde Beweise besorgen. Also, ich fahre auf jeden Fall erstmal zum Blackwell-Turm. Ist ja eh fast die ganze Abteilung wegen der Pressekonferenz da. Und ich werde versuchen, den Chief zu überzeugen. Ruf mich sofort an, wenn du was Handfestes hast. Danke. Pass auf dich auf. Wir sind dicht dran. Blackwell hat einen privaten Hubschrauberlandeplatz. Jo. Ich mach mal kurz diesen Klingelton wieder weg. Aber saugeil mit dem UFO. Finde ich voll geil. Okay, jetzt laufen wir wieder den Münzen hinterher. Geld, 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 Geld. Wo ist denn der Kollege? Kommt der nicht mit? Wie geil das hier auch wieder aussieht. Ach, ja. Jetpack. Lass deinen Helm auf, du Chase. Ist zwar warm da drin, aber dieses Festhalteding, das braucht doch keine Sau. Guten Tag. Pau, 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 pau. Lol? Ist der wirklich... War der wirklich bewusstlos davon? Leute, ich will die erstmal verhaften hier, bevor ich jetzt hier... Nein, lass mich los. Ich will den verhaften. Verhaften. So. Puh. Pauz. Er sagt nichts mehr. Der schläft eine Runde. Polizei. Polizeisymbol. Da müssen wir hin. Kriegen Sie das auf? Oh. Wie wär's mit der Klinke? Geht doch. Das hätte ich auch hingekriegt. Hättest du, Chase. Hättest du. Blackwells Villa ist riesig. Wir sollten uns aufteilen. Ja, viel Glück, Chase. Wir sollten uns aufteilen. Ja, viel Glück. Jo, was hat Hanni denn da wieder schon zu sagen? Achso, wenn ich beim Autofahren gut genug Gegenstände kaputt mache, habe ich einen Starts-Multiplikator. Alter, was eine Villa. Ich meine, wir sind da ja schon mal drin gewesen, aber... Was eine Villa!
So, wir haben natürlich Stats mal 2, mal 4 und mal 6 an. Ist ja klar, wen schon, den schon. So, jetzt hier. Der eine blaue. Boop. Der macht so. Zwei blaue einsammeln und du bist Lego City Held. Saugut. Hoffentlich bedeuten die vielen Sicherheitsleute, dass Natalia in der Nähe ist. Moment, ich muss erst hier bohren. Ach, guck mal, Dynamit. Dankeschön. Eine silberne Statue und ein riesiges B. Subtil und stilvoll, Mr. Blackwell. Na komm. Pauz. Geil, direkt 3 umgeballert, du. Und den letzten. Nein. Hallo, verhaften. Als als Räuberleute verhaften, das ist auch geil. Zack. Auf den Arsch gesetzt hat er sich. Was bringt einem das denn hier Schönes? Wow, als ob Frank die Kabel gelegt hätte. Das bedeutet auf jeden Fall was Gutes. Einmal Blümchen gießen hier. Brav. So. Kommen wir da jetzt drauf? Oder irgendwo hoch? Nein. Ach so, das ist Polizeimarkenanteil. Jo, ach guck mal, ist ein Garagentor. Schauen wir mal, wo wir hier gleich noch Blümchen gießen können. Oh, guck mal, ein Gullideckel zum Aufbrechen. Schauen wir mal, was haben wir denn dort drin? Geld. Oh, und ein Fahrzeug. Jo, ja gut, die ganzen Pflanzen zerkloppen können wir uns mal sparen, glaube ich. Es sieht echt aus, als hätte Frank die Kabel gelegt. Das ist ja der Hammer. Da muss ich dem Chase recht geben. Okay, was haben wir hier noch? Eine Rutsche. Na klar. Erstmal eine Rutsche im Garten. Warum denn nicht? Okay, schaukeln. Wir können schaukeln. Chase macht alles kaputt. Ich sehe die Ein Spielplatz. Das ist echt seltsam. Noch seltsamer, dass ich auf die Rutsche da will. Noch seltsamer, dass ich auf die Rutsche will. Dann geh doch auf die Rutsche. Dann geh halt von vorne hoch. Komm nicht auf die Rutsche drauf. Manno. Können wir den Brunnen zerkloppen? Nee, können wir nicht. Schade. Aber das können wir kaputt machen. Oh mein Gott, man kann jetzt echt auf dem Spielplatz da spielen. Woo! Und Basketball. Komm, Basketball machen wir nochmal. Ach scheiße, ah, ist ja immer beenden. Ich bin doof. Oh, verdammt. Na Mensch, das ist auch nicht genug. Oh, oh. Ah, doch, okay. Nein, der geht auf jeden Fall daneben. Schade. Komm, den letzten holen wir noch. Oh, wir haben alle Bälle verworfen. Nö, nö, das machen wir nochmal. Oh, ich bin so unfähig. Wieso bin ich so unfähig? Ja. Yeah. Ja, guck mal. Nice. Siehste? Guck mal, da kommt da nochmal Geld aus dem Basketballkorb. Man muss das nur vernünftig machen. Ist das ein Feuer, was man löschen könnte? Ja, ist es. Nice. Okay, das ist ein Polizeimarkenanteil. Gut zu wissen. Nein. Den hier wollte ich. So, 2 von 3.
Aber das heißt, wir haben jetzt hier noch ein paar Fackeln, die wir noch löschen können. Allerdings weiß ich nicht, wo. Das müssen wir jetzt mal suchen. Nein, da ist keine davon. Aha. Geh da hoch und du lösch. 2 von 6. Hier noch eine? Nein, nur dich. Okay. Guck mal, solche kleinen Dinge ausschauen, die man eigentlich nur durch Rumprobieren entdeckt, weißt du? Die sind dann wieder Polizeimarkenanteile. Das ist, man muss bei dem Spiel schon echt aufpassen, dass man da alles, mitmacht. Und alles zerkloppt. Guck mal, Bilder. Bildergalerie. Ach, guck mal. Cloud. Haben wir den geklaut? Okay. Oh. Scheiße. Ich hab zu früh B gedrückt. Hoppala. Kann man natürlich auch mal machen, ne? So zu früh B drücken. Ist dann nur ein bisschen schmerzhaft. Habe ich so das Gefühl. Sagt mir mein Bauchgefühl, sagt mir das. Aber jetzt, da fehlt doch noch ein Blumentopf. Und Fackeln. Vielleicht gehen wir ja nochmal irgendwie raus oder so. Ey, ich weiß nicht. Möglicherweise? Oh, guck mal. Wir sind auch gar nicht drin in der Villa. Da sind wir noch nicht drin. Na komm. So, was bauen wir denn? Ah, geil. Oh nein. Wir bauen wieder so ein Dynamitauto zusammen. Damit müssen wir jetzt die Garage sprengen. Aber das geht ja noch. Das ist ja noch ein relativ einfacher Weg tatsächlich. Dieses eine da mit der Feuerwehr beziehungsweise mit dem Labyrinth, das war böse. So, guck mal. Haben wir hier noch einen Kran? So, ein Leben wieder aufgesammelt. Und einmal reparieren. Jo. Wobei, wenn Honey jetzt nochmal die Chance hätte, das neu zu machen, ob er das dann besser könnte? Weil er will sich ja jetzt immer mehr anstrengen. Er strengt sich jetzt immer mehr an. Hüpf, hüpf, hüpf. Weiß da nicht, was für Mehrwert das hat. Da lagen ja nur Münzen drauf, aber gut. Cool, man kann die dann dadurch hinsetzen. Und dann weghauen. Sehr gut. Echt jetzt? Die gehen dabei drauf, wenn man die ins Wasser wirft? Das ist ja geil. Anscheinend sind die aus Zucker. Würden die ja nicht so darauf reagieren, dass man die ins Wasser haut. Der liegt. Nein, geh weg. Zack, beide verhaftet. Jetzt können wir kämpfen. Aua, nicht so. Haben wir den auch schon beseitigt. Klingt ein bisschen böse, aber you know what I mean. Ja, schon 3 von 6. So fehlt eigentlich auch nur noch ein Blumentopf. Fragt sich nur wo. Ich denke, den finden wir noch. Oh. Hä? Was? Was war das für ein Geräusch? So ein Boom? So ein Hüpfgeräusch. Okay, einmal Bullerei. Ich sollte vielleicht doch echt mal mit dem Y gerückt halten, wechseln. Ich habe so das Gefühl, jetzt haben wir mittlerweile so viele Kostüme,